Everybody, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video auf diesem Kanal. Heute mal ein Schnellschuss. Heute geht es um das hier, um dieses gute Stück. Ich habe eine kleine Bestellung aufgegeben bei einem renommierten, bekannten Fantasy-Online-Händler. Und davon war ja so gut wie gar nichts lieferbar. Und jetzt habe ich hier das erste Paket bekommen, die erste Teillieferung. Ich weiß nicht, was hier drin ist, was uns hier erwartet. Und ich bin schon ganz aufgeregt. Und da dachte ich mir, ich packe das Ding mit euch zusammen aus. Und wir schauen mal nach, was uns hier erwartet. Sozusagen ein Überraschungs-Unboxing. Ein Surprise-Unboxing. Surprise, surprise. Also fangen wir mal an. Hier haben wir ja wieder diese berühmt-berüchtigte Öffnungslasche. Dann ziehen wir mal den Schniepi auf. Ja. Gekonnt ist gekonnt. Ja, es funktioniert schon mal gut. Leute, ich glaube, ich muss hier mit schwerem Gerät ran. Hier haben wir es. Der Auspackmeister packt aus. Ah, jetzt geht's. Bitte. So. Dann können wir das schwere Gerät wieder wegtun. So. Ah. 4 Bücher. 4 Books. Ah. Hey, it's Conan. Ja, Wahnsinn. Ja, die 4 neuesten lieferbaren Bücher von Conan, An Age Undreamed Of. Genauer gesagt, Adventures in an Age Undreamed Of. Englische Originalausgaben von Modifius. Du die 20 System. Ja, was haben wir denn hier? Der eine oder andere von euch wird sich jetzt wohl fragen, wer ist Conan? Ja, Conan ist der bekannteste und berühmt-berüchtigste Fantasy-Held. Ja, Conan ist bekannt, brauche ich eigentlich gar nicht mehr groß erklären oder vorstellen. Anders sieht es ja bei anderen bekannten Fantasy-Charakteren aus. Ja, Beispiel, Frodo und Bilbo. Ja, da weiß man nie, von J.R.R. Tolkien, ne? Da weiß man nie, wer hat wo mitgespielt. Wer war beim kleinen Hobbit dabei? Wer war bei Herr der Ringe dabei? Die bringen dann immer wieder durcheinander. Da haben sie beide auch noch den gleichen Nachnamen, ne? Beutlin. Beutlin. Ja, aber hier. O.C. Ole Conan ist unverkennbar. So, wir packen gleich mal genauer aus. Gucken wir uns mal hier an. The Exiles Source Book. Ja, damit stellt man die Verbindung zwischen dem Conan Rollenspiel und dem Conan Survival Game, Conan Exiles, her. Übrigens habe ich eine kleine Let's Play Serie von Conan Exiles hier auf diesem Kanal. Ich verlinke das mal. Schaut da mal rein. Was haben wir hier dann noch? Na, ich packe das erstmal aus.
damit es nicht so spiegelt. Wir befreien die Bücher von der Folie. So, haben wir erstmal hier wieder das schwere Gerät. Mal vorsichtig ansetzen. Reißt schon immer bei der Schweißnadel auf. Schmeißen wir mal ganz kurz einen Blick rein. So, haben wir sie jetzt alle ausgepackt. Schauen wir sie uns mal ganz kurz an hier. The Exile Source Book. Ja, wie gesagt, mit diesem Buch stellt man die Verbindung zwischen dem Conan-Rollenspiel und dem Videospiel Conan Exiles her. Basierend auf dem Hit des massiven Multiplayer-Online-Games und dem Award-gewinnenden Rollenspiel, also dem hier. Es ist kein Look in the Book oder Flip Through. Wir blättern nur mal ganz schnell durch. Wir blättern es quasi mal an hier. Naja. Grafiken aus dem Videospiel. Die Anfangs-Area. Wie gesagt, schaut euch mein Let's Play an. The Wheel of Pain. Damit macht man sich die... Das blendet ein bisschen, na egal. Damit macht man sich die Sklaven gefügig. Bekannt aus dem Conan-Film. Ah ja, hier, The Drakes. Es darf nicht fehlen. Übrigens, The Drakes, der Endgegner, basiert auf einem, ja, wie nennt man das hier? Auf einem Spektakel aus den Universal Vergnügungspark. Herrlich. Ja, alles Grafiken aus dem Spiel. Damit man die Symbiose herstellt.
Big Spider. Okay. Das nächste hier. Conan the Scout. Also das ist jetzt, die basieren alle jetzt auf das Rollenspiel. Nur dieses Buch hier. Ja, bezieht sich auf Conan Exiles, ja. Conan the Scout. Und da weiß ich doch sofort, worauf sich dieses Titelbild bezieht. Und zwar auf die Geschichte jenseits des Schwarzen Flusses. Beyond the Black River. Ja, die, also viele, also die in Amerika halten die Geschichte jenseits des Schwarzen Flusses, Beyond the, of the Black River, als beste Conan-Geschichte überhaupt. Ich finde, sie ist die schlechteste Conan-Geschichte überhaupt. Ja, es geht um die Borderlands, um die Grenzlande, wo viele, ja, was sind das? Wie soll ich das nennen? Farmer oder Ranger in die Grenzlande ziehen und den Pikten das Land abspenstig gemacht haben. Und die Pikten sammeln sich und holen sich so und holen zum Gegenschlag aus. Und ja, und das ist letztendlich einfach nur ein Cowboy- und Indianer-Roman, also kein typischer Conan-Roman. Da fehlt die holde Maid, die befreit werden und gerettet werden muss. Die Pikten sind die Indianer und Conan ist der gute Trapper, der die ganzen Farmer und Ranger warnt und rettet. Da gibt es dann noch eine kleine Festung. Natürlich nur aus Holz gebaut, ja, wie so ein typisches Vor. Also wie sagt man ja, Western als Fantasy. Aber das Bild gefällt mir. Welcome to the Frontier. Ja, Entdeckung. Ah! Cooles Pick. Ja, und hier haben sie sich mit den Pikten angelegt. Ne? Conan und sein Helfer. Ja, keine Bilder, es muss eins kommen. Hey, ich will Bilder. Ah ja, neuer Archetyp hier. Der Entdecker. Der Forscher. Der Missionar. Der Scout, ja genau. Conan, der Scout. Hätte ich nicht Trapper, aber Scout war er dann. Ne? Und der Händler. Der Händler in den Grenzlanden. Und hier soll so ein typischer Pikte wahrscheinlich sein. Ne? Sieht schon so aus wie so ein Indianer. Ah, eine Karte, eine schöne Karte. So. Hier haben wir Aquilonien. Hier haben wir die Bosonien Marschen. Und hier haben wir so das Grenzland. Und hier ist die piktische Wildnis. Und hier ist das Vor, was ich vorhin beschrieben habe, worum es geht, ne? Ja, und die Indianer, wollte ich schon sagen, die Pikten sammeln sich und holen so einen Gegenschlag aus, um die Grenzlande wieder zurückzuerobern. Ja. In dem Buch, in der Geschichte. Beyond the Black River. Ist die überhaupt auch zu sehen? Ah, hier haben wir so ein Vor. Hier haben wir den Thunder River. Und hier haben wir den Black River. Hier ist er. Ja. Wo zieht der sich lang? Wahrscheinlich hier so rein. Schaue Sache. Cooles Pick. Conan gegen die Pikten. Und draußen sägt jemand Holz. Ah, jetzt muss ich unterbrechen hier.
Jetzt drehe ich hier ein Video und draußen sägt jemand. So. The Pictish Village. Border Kingdoms. Die Grenzkönigreiche. Also es bietet auf jeden Fall, auch wenn die Geschichte, wie gesagt, ich finde sie eine der... Na, jetzt war auch noch der Speicher voll. Wo war ich stehen geblieben? Naja, Borderlands, Pictish, Wilderlands. Die piktische Wildnis. Liefert ein cooles Setting, heroische Abenteuer. Beyond the Black River. Hier, am Vor, Zivilisation endet. Naja, okay. Fort Tuscalan. Hört sich schon italienisch an, ne? Krieger im Nebel. Sehr atmosphärisch. Beobachtet von einer Krähe oder von einem Rahmen. Ne? Ja, wie gesagt, der Speicher war eben voll. Wir müssen uns wahrscheinlich ein bisschen beeilen. Yeah. Eine weibliche Schönheit, das darf natürlich nicht fehlen. Ja, und das hier ist so ein Wendigo, das soll ein Wendigo sein. Ja. Herrliche atmosphärische Bilder. Ja, die Pikten sollen ja Menschenfresser sein. Ja. Okay. Was haben wir noch? King Conan. Das Cover ist von Simon Bisley. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Unverkennbar. Gefällt mir persönlich nicht so gut. Ist für mich ein bisschen, ist zu übertrieben. Ja, Simon Bisley, der zeichnet ja gerne übertrieben. Zeichnet auch deinen Batman Bisley. Simon Bisley. Okay. Heiler. Nobel. Aquilonia. Ja, ich denke mal, mit diesem Band werden hier die Intrigen am Hofe und so weiter, die Möglichkeiten in einer Stadt, in einer Königsstadt. Das Spiel der Könige, Königreiche im Spiel, das sag ich doch.
gibt ja nun zahlreiche Königreiche im hyborischen Zeitalter, die ja das Land verteilt sind, wie die Sterne am Nachthimmel. Okay, sehr viele Statsblocks, sehr viele Wertekästen. Ah, Queen Zenobia. Okay. So. Hier haben wir das letzte Buch. Mit einem coolen Cover, was mir wieder sehr gut gefällt. Conan the Wanderer. Ja, hier hinten. Der, wie sagt man hier hinten? Der Elefantenmensch aus der Geschichte. Der Elefantenturm. Boah! Habt ihr schon mal einen fliegenden Elefanten gesehen? Yeah. Und hier haben wir so einen kleinen Schlingler. Charaktere des Ostens. Mice and Magic. Muse and Magic. Östliche Zauberei. Der antike Osten. Der Weg des Wanderers. Okay. Ja, alles hier asiatisch angehaucht. Das sind mehr hier alles so die unbekannteren Gefilde, die in den Romanen weniger beschrieben wurden, also in den Originalgeschichten von Robert E. Howard. Im kompletten Conan-Zyklus sieht das natürlich wieder ein bisschen anders aus. Iranistan. Was haben wir hier? Was waren das? Old Lemuria. Hidden Kingdoms. Okay. Conan zerschlägt hier so eine Kristallkugel und er hier so, nein, nein, was machst du da? Yeah. Also die Geschichte hier vom Elefantenmenschen, die geht
anders aus. Also Conan zerschlägt nicht die Kristallkugel hier so. Ja, passiert was anderes. Okay, hier haben wir die Daten von Conan the Wanderer. Als Conan so durch die Gegend zog, bevor er König wurde. Lange bevor er König wurde. Da war er noch ganz jung. Young Conan quasi. Ja. Naja. Das soll es gewesen sein, Freunde. Da habe ich wieder eine Menge zu lesen. Ja. Und alles nur auf Englisch. Ja, die guten Sachen gibt's nur auf Englisch. Ja. Die setzen das einfach nicht um. Es gibt davon keine deutsche Ausgabe. Ich frag mich immer wieder, warum wird das nicht umgesetzt? Warum gibt's davon keine deutsche Version? Jawohl. So, meine lieben Freunde. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Wie gesagt, war es nur mal ein Schnellschuss für zwischendurch. Ich werde die Dinger jetzt einsortieren. Ich glaube, der Videospeicher ist jetzt auch gleich wieder voll von meinem Handy. Ich bedanke mich. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Lefty. Und lasst euch nicht wegschnappen.